Und nice! Ich wollte gerade loslegen. Service mit einem Lächeln. Wow! Energie niedrig. Ich wollte gerade loslegen. Ich grüße euch, ihr Freunde des heiteren Zockelns. Bei mir ist ganz frisch die MetaQuest Pro eingetroffen. Und damit will ich jetzt zocken. Und zwar mit euch will ich damit zocken. Und ich habe mich dafür ganz spontan für ein Spiel entschieden, das es schon etwas länger im MetaQuest Store gibt. Ich aber schon immer mal zocken wollte. Und zwar das Spiel Robo Recall Unplugged. In diesem Spiel gehören wir einer Spezialeinheit an. Und diese Spezialeinheit macht Jagd auf fehlfunktionierende Roboter. Das Ganze verspricht arcadigen Ballerspaß und ja, dafür bin ich eh immer zu haben. Außerdem bin ich sehr gespannt darauf, wie das Spiel auf der MetaQuest Pro aussieht, wie das Ganze da drauf läuft und ich werde auch am Ende des Videos ein kleines Fazit auch dazu abgeben. Ja, aber jetzt würde ich sagen, hüpfen wir rein in Robo Recall Unplugged. Viel Spaß! Und wir sind in Robo Recall Unreal Engine Baby. Das ist schon mal gut. Okay, die Mucke ist auch schon mal geil. Robo Recall Unplugged, Baby. Ich glaube, Unplugged ist es einfach nur, weil es Standalone auf der Quest ist. So, weil das gibt es auch als PC-VR-Spiel. So, spielen. Wir fangen natürlich komplett von vorne an. Neues Spiel und hüpfen direkt rein. Ohne Umschweife, ohne Tromborium, ohne bla bla bla. Los geht's. Wir unterbrechen die Sendung. Okay. Angriff der Zeppelins mit folgender Notfallmeldung. Ein Notfall. Das sieht cool aus. Störung im Stadtzentrum. Boah, das ist knackscharf, Leute. Knackscharf. Okay, was geht? Was geht? Was geht? Hören wir mal zu. Cool. Wer ist cool? Ihre zuverlässigen Freunde von Robo Ready möchten Ihnen versichern, dass die Gerüchte übertrieben sind. Ich vertraue Ihnen. Es gibt nichts zu befürchten. Oh, das sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht nicht gut aus und. Von keiner angesehenen Quelle bestätigt werden. Ich bin ein Tal. Wir sind berühmt. Und nur diese Typen sind um mich rum. Ihr seid aber cool, oder? Ihr seid nicht wie die Typen da, die rumballern. Ballern und Zeug machen. Sie laufen aber ziemlich sicher nicht Amok. Ich möchte Amok laufen. Nein, du willst nicht Amok laufen. Leute, wir setzen sogar unseren Ruf aufs Spiel. Entschuldigung. Das war's auch schon. Ist schon gut. Oh, einen Moment. Boah, die sind ganz schön groß, die Jungs. Wow. Sollen sich die Fehler auch in anderen Teilen der Stadt auf Tal 9 ausgebreitet haben. What? Robo Ready scheint alle Einheiten der Stadt zurückzuholen. Ich habe da kein gutes Gefühl, Freunde. Bis die Robo Ready Corporation die ganze Situation unter Kontrolle hat, müssen sie einfach nur. What? Oh nein, Leute. Freunde? Freunde? Ganz cool. Okay, alles gut. Ich bin cool. Puh. Okay, das war schon mal geil. Willkommen, Agent 34 und Glückwunsch zur Beförderung zum Robo-Ready-Rückrufspezialisten. Noch nicht, sie macht schon befördert. So mag ich das. Ich bin deine Vertreterin für künstliche Intelligenz. Okay, Robo-Rückrufspezialist. Cool. Tag. So, was müssen wir machen? Hochmodernen Robo-Ready Arbeitszimmer. Das sieht echt knackscharf aus alles, kristallklar. Bewege den Stick nach vorne, um den Teleporter zu aktivieren. Yo. Richte den Strahl auf die Position vor dir. Jo. Gut gemacht. Nichts Agent. Leichter als das. Du kannst beim Teleportieren auch deine Blickrichtung ändern. Das ist und halte schön. Den Stick wie zuvor, um den Strahl auf die Position vor dir zu richten. Yo. Drehe jetzt den Stick, um deine Blickrichtung zu ändern. Easy as pie. Den Stick los, sobald du die richtige Blickrichtung erreicht hast. Drehe beim Teleportieren den Stick, um deine Blickrichtung festzulegen. Okay. Jo, machen wir. Sieh dir dieses zurückgerufene Produkt an. Du kannst es an dem weißen Ring greifen und hochheben. Versuche es. Beachte, dass das Produkt mehrere weiße Ringe besitzt. Okay, geil. Alles, was mehrere weiße Ringe hat, lässt sich zerreißen. Greife einen zweiten weißen Ring und probiere es aus. What? Krass, das ist ja cool, Leute. Ausgezeichnete Arbeit. Halte immer nach mehreren weißen Ringen Ausschau, wenn du etwas festhältst. Okay, okay. Als nächstes kannst du dich das macht Spaß. Teleportieren und dir all die hochmodernen Roboressourcen ansehen, die dir zur Verfügung stehen. Na los, probier's mal. Jo, gleich. Ab zu tun. Okay, Freunde, das macht Spaß. Was ist das denn? Das und dies und ich mach dich wieder ganz
Na gut, okay. Okay, das ist schon mal großartig, Freunde. Das macht richtig Spaß. Okay, ich soll mich hier umgucken, wenn ich das richtig verstanden habe. Noch so ein Ding. Rauschnitt. Wenn ein Robo-Ready-Produkt Defekte aufweist, etwa Speicherlecks, Stromstöße oder Mordlust, Mordlust? Unsere Robo-Ready-Rückrufspezialisten zum Einsatz. Das sind wir. Also du. Josen. Habe ich kapiert. Ich bin Rückrufspezialist. Dich zum Zielmarker, wenn du soweit bist. Ah, okay. Okay, alles klar. Da müssen wir hin. Ich wollte nur noch mal ein. Blaue Ziel am richtigen Punkt befindet. Ja, ja, ja. Lass dann los. Was gibt's hier noch? Irgendwas? Hier sind irgendwelche Pokale. Quatsch. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, dann gehen wir doch direkt mal da, wohin, wo wir hin sollen. Zack. Okay. Willkommen beim Waffentraining. Jo. Und nun eine kleine Zielübung. Zielübung. Wir teleportieren Pistolen in die Holster an deiner Hüfte. Okay. Jedes Mal, wenn du eine Pistole ziehst, erhält das Robo-Ready-Versorgungsteam eine Anforderung. Es teleportiert so schnell wie möglich neue Pistolen zu dir. Also überprüfe regelmäßig deinen Holster. Jetzt bist du bewaffnet. Drücke einfach den Abzug, um zu schießen. So funktioniert das Nachladen hier. Es wird einfach in eine neue Wumme reingebeamt. Ah, okay. Mist! Fast jeder Schuss ein Treffer, aber nein, hat nicht geklappt. Agent 34, wir erhalten Berichte über einen Gefahrenherd in der Stadt. What? Mehrere Robo-Ready-Produkte außer Kontrolle geraten. Nicht während meiner Schicht, Freunde. Produktdefekte immer auf Bedienungsfehler zurückzuführen sind. Bedienungsfehler? Keine Verantwortung. Okay, das Spiel ist geil, Freunde. Fähigkeiten in der Praxis zu testen. Wow. Du wirst teleportiert. Produktalarm, ich werde teleportiert. Muss ich was drücken? Ah, okay. Okay, cool. Das Intro war schon mal fantastisch. Alles klar. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also, Roboter-Rückrufspezialist im Einsatz. Wir müssen jetzt ein paar Roboter zurückrufen. Willkommen im Stadtzentrum, Agent 34. Robo-Rekrut. Robo-Ready möchte, dass du die defekten Produkte untersuchst. Defekte Produkte untersuchen? Okay, mache ich. Wo sind meine Wummen? Pass auf, Agent, kommt was. Nicht gut. Bluescreen. War das richtig? Bluescreen, geil. Wir bewerten deine Leistung anhand deiner Punktzahl, die du hier siehst. Okay. Das ist dein Multiplikator. Okay. Sammle Chips, um deinen Multiplikator zu erhöhen und deine Punktzahl deutlich zu steigern. Chips, okay. Also grafisch ist das für Standalone richtig cool, muss ich sagen. Produkte. Schieß sie ab, Agent 34. Schieß sie ab. Bin dabei. Durch die Gasse. Okay. Was ich sagen wollte, das sieht richtig, richtig cool aus, Freunde. Also wirklich. Das ist geil, aber gut, Unreal Engine halt, ne? Die wissen, wie es geht, die Jungs. So, okay. Mehr Krabbler. Ui, mehr ist gut. Okay, 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 okay. Kann ich diese Viecher packen? Boah, haut mal ab, ey. Alter, da krieg ich... Okay, Freunde, ich muss erstmal klarkommen. Okay, noch ein bisschen lauter. Okay. Puh. Okay, das ist geil. Also, Arcade-Ballern vom Feinsten. Soll es ja auch. Eine Beförderung. Okay, geil, Omar, Alter. Das macht Spaß. So, wartet mal, da war doch was mit. Und tschüss. Demontieren, ich muss dich demontieren, du funktionierst nicht mehr. Was? Ich kann Kugeln greifen. Ist das mein Ende? Leute, ich kann die Kugeln aus der Luft greifen. Daisy, das Spiel ist gerade rein. Okay, Freunde, das ist geil. Das ist geil, das macht Spaß wie Hunde. Es ist Energie niedrig. Oh. Der Schmerz. Dich zu der Kreuzung, Agent 34. Was ist das? Kann ich die Wumme nehmen?
Und klar kann ich die Bombe nehmen. Wie geil, ey. Aber nur noch 5 Schuss. Okay, okay, ich gehe weiter. Okay, Freunde, das macht Spaß. Das macht Spaß. Okay. Eine Schande, dass ich das Spiel ab so lange liegen lassen. What? Agent, wir teleportieren Waffen in deine Rückenholster. Okay. Greif über deine Schultern und nimm deine neuen Schrotgewehre. Schrotgewehre? Und nice! Ich wollte gerade loslegen. Service mit einem Lächeln. Wow. Energie niedrig. Bye bye. Bitte sichere dieses Gebiet, Agent 34. Ich bin dabei, Freunde. Ah, okay. Okay, guck dir diese Bomben an, Leute. Ey. Super geil, das Spiel macht Fun ohne Ende. Okay. So, was geht jetzt? Hey Kumpel, ich bin Philipp und ich bin hier, um mich in deine Umgebung zu integrieren. What? Agent 34, empfängst du Übertragungen von einer KI namens Philipp? Yo. Bitte ignoriere alles, was diese KI sagt. Es ist ein älteres, fehlerhaftes Modell, dessen Abschaltung bereits geplant ist. Sie ist hingerissen von mir, will es verstecken, aber ich merke das. So, wo geht hier die Party? In diesem Gefahrenherd gibt es ein hohes Aufkommen aggressiver Roboter. Bitte rufe so viele wie möglich zurück. Zurückrufen, das ist geil. Rufe 10 oder mehr Bots zurück. Alles klar, mach ich. Hier sind aber keine. Zwei, oh. Okay. Eins, los! Wo? What? Okay, Freunde. Nicht gut, Roboterhimmel. Ich kann sie zum Nachdenken bringen. Okay. So, ich konnte die Dinger doch irgendwie auch schmeißen. Ach, egal. Getötet durch eine Explosion. Nicht gut, nicht gut. Service mit. Noch 90 Sekunden. Das machst du sehr gut, Agent. Ach so, stimmt. Ich habe begrenzte Zeit. Okay. Ich muss hier auf meinen Greenscreen aufpassen, Freunde. Du schaffst das. Okay. Okay, ich bin gerade etwas überfordert. Eine Beförderung. Der Schmerz. Blue Screen. Blue Screen, das ist geil. 11 von 10, ja dann. Haben wir es doch schon geschafft. So, wie war das eben? Explosionstreffer, yeah! Noch 60 Sekunden. Okay. Okay, ich versuche hier irgendwelche Taktiken hinzukriegen. Aber klappt nicht. Eine Bombenstimmung. Huh. Okay. Bitte bewahren Sie Energie niedrig. Kann ich den auch als Schutzschild nehmen? Gefahren. Auf Daisy, Daisy, schenk mir dein. Eine Beförderung. Agent, noch 30 Sekunden. Es sieht gut aus. Ja, es sieht gut aus, würde ich auch mal sagen. Auf Service mit einem Lächeln. Okay, ich muss mal hier ein bisschen ein offeneres Gefilde. Huh. Nicht gut, nicht gut. Blue Screen. Kopfschuss. Ich wollte Kopf weg. Gerade loslegen. Okay, das ist cool. Irgendwie fliegen die Wummen da auch im Zeitloop rum. Den nehmen wir erstmal sorgfältig auseinander, den Kollegen. Vier. Oh. Du hast Rückrufkriterien erfüllt. Boah. Ey. Nee. Den lassen wir nicht abhauen hier. Ich geb dich zur nächsten Position. Puh, okay, das war cool, das war cool. Ich bin noch etwas überfordert, weil man hier so viel macht und so unglaublich viel passiert. Dem Feigling hast du's gezeigt. Muss ich sagen, aber es macht Fun. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay. What the heck? Robo Ready glaubt nicht, dass du dafür jetzt schon bereit bist. What? Doch. Okay. Oh, sehr witzig. Sehr witzig. Oh, 5 von 5 Sternen. Okay, cool. Nice. Okay.
Sehr geil. Okay, alles klar. Das war Level 1, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gucken uns auch direkt noch Level 2 an. Weiter zum Hub. Einfach auch schon deswegen, weil das unglaublich viel Spaß gemacht hat, Freunde. Okay. Puh. Zurück in deinem luxuriösen Büro mit den gesetzlichen Sicherheiten. Der Humor ist großartig. Nichts zu danken, Agent 34. Nichts zu danken. Geil, Omat. Okay. So, was geht jetzt hier ab? Ah, okay. Ich würde sagen, wir gucken uns direkt die nächste Mission an. Freunde, warte. Jetzt bin ich eingeloggt. So, okay. Agent 34, nice. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Status, Missionen, Waffen, Schießstand. Okay, wir haben neue Waffen. Waffentafel. Okay. Hier kannst du deine Waffen modifizieren und neue Waffen ausrüsten. Denk daran, deine Ausrüstung für die nächste Mission anzupassen. Du siehst deine Holster in den vier Ecken deines Sichtfelds. Vor dir siehst du deine verfügbaren Waffen. Jo. Okay, also bei Pistole steht neu. Dann gehen wir mal dahin. Was kann man da machen? Laser, Magazin, Holovisier, Kompensator. Okay. Laservisier zur Lokalisierung des... Okay, das ist, glaube ich, gut für den Anfang. Erhöht die Magazingröße, Holovisier mit Feinderkennung und reduziert den Rückstoß. Achso, der gute alte Schalldämpfer. Unter anderem. Ich würde mit dem Laser tatsächlich anfangen, weil dann kann man ein bisschen besser zielen. Ausgerüstet. Ah, okay. Okay, warte. Ah, das sieht man sogar. Das ist jetzt gut. Indem du sie mit Upgrades ausstattest. Rüste die Waffe in deiner Hand aus, indem du sie ins Holster steckst. Okay, jetzt sie dir zu Beginn der nächsten Mission zur Verfügung. Alles klar, okay. Das heißt, ich habe jetzt in beiden Holstern mit dem Laservisier. Sonst kann ich hier, glaube ich, auch nichts machen. Beim Schrotgewehr? Ah, okay, da kann ich noch nichts machen. Da gibt es dann auch Dinge. Okay, nice, alles klar, das ist auch super. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ja, dann Mission. Da machen wir die nächste Mission noch, Freunde. Okay. Auswählen. Im Stadtzentrum ist eine neue Mission verfügbar. Wenn du bereit bist, solltest du aufbrechen, Agent 34. Ah, okay, jetzt geht's richtig los. Zone 1 Stadtzentrum, dann kommt Zone 2 Altstadt und Zone 3 Dächer. Ja gut, dann würde ich sagen, Freunde, heute machen wir noch Stadtzentrum. Oh, okay, und da gibt's auch drei Missionen. Alles klar, dann fangen wir mal an mit Mission 1.1. Was? Chargen, Rückruf. Jetzt gehen wir in die Offensive. Bereit für den Rückruf? Oh ja. Oh ja. Ich bin bereit, Freunde. Viel Glück da draußen, Agent 34. Danke. Die ganze Aufmachung ist großartig. Okay. Das Analyseteam von RoboReady möchte defekte Roboter untersuchen. Da sind wir wieder. Okay. Sammelst sie für uns. Mach ich. Okay, Freunde. 3, 2, 1, los! Oh. Na dann, Party! Service mit einem Lächeln, der Schmerz, eine Beförderung. Es brennt! Alla Duvarada, Nikto. Wie geil! Habt ihr das gesehen? Ah, okay, das hat es nicht geklappt. Ich kann ihn sehen. Okay, Freunde. Nee, da nicht. Beweg dich die Straße entlang, Agent 34. Okay, Moment, Leute. Ich glaube, habe ich aber die... Ja, die habe ich auch mit dabei. Gut. Ich glaube, man kann die leeren Wummen gegen Roboter schleudern. Die kommen dann aufgeladen wieder zurück. Das probiere ich jetzt nochmal. Kontakt wird eingeleitet. Okay. Nicht gut, nicht gut. Ja. Heruntergefahren. Wie geil. Au. Ich wollte gerade loslegen. Das ist ja mega. Freunde. Tatsache. Okay. Gegner sind in der Nähe. Okay, das ist mega. Also, folgendermaßen. Nachladen kann man die Wummen auch, indem man sie auf die Roboter schmeißt. Großartig. Toll. Was sind denn hier für Typen? Okay.
Du kommst mir nicht mit einem Lächeln. Ich brauche ein Schutzschild, Freunde. Okay. Wo seid ihr? Was geht ab? Da. Was ist denn das für ein Sport? Dieses Gebiet ist ein Gefahrenherd. So. Wir sollten es sichern. Ich arbeite daran. RoboReadys erstklassiges Analyseteam hat in diesem Gefahrenherd eine plötzliche Zunahme aggressiver Roboter festgestellt. Okay. Bitte rufe so viele wie möglich zurück. Okay. 15 oder mehr, alles klar. Freunde? 3, 2, 1, los! Let's dance. Der Schmerz. Es brennt. Eine Beförderung. Jonglierkopfschuss. Blue Screen. Sonst noch jemand was zu melden? Ja, ja, wir haben noch viele was zu melden. Es brennt. Nicht gut. Ich sollte das Zielen ein bisschen besser auf die Kette kriegen. Der Rückrufer unter den Rückrufern. So sieht's aus. Wo geht die Party? Da geht die Party. Noch 90 Sekunden. Das machst du sehr gut, Agent. Blue Screen. Finde ich auch. Ist das mein Ende? Ist es, Freund. Ist es. Au, au, au. Au, au, au. Nicht gut, nicht gut. Roboterhimmel, ich kann Energie niedrig. Okay, Freunde, ich komme gerade ins Straucheln. Okay. Wo bin ich? Okay. 60 Sekunden. Was für ein Held! Freunde, ich beklecker mich nicht mit ihm. So, ich habe die 15 geschafft, aber naja. Ich sag mal so, am Anfang war es besser. Schnapp sie dir, Tiger! Ja. Ach ja, wenn du das sagst. Oh yeah! Das ist so geil, ey. Freunde! Das Spiel. Mit einem Lächeln. Eine klare Empfehlung kriegt ihr von mir für dieses Spiel. Das ist Hammer. Wo sind wir? Das ist einfach nur Fun. Der Schmerz. Nur noch 10 Sekunden. Energie niedrig. 5. 4. 3. 2. 1. Geil. Mega jonglieren. Boah, Freunde. Nee. Es brennt eine Beförderung. Dieser Roboter ist ein Feigling. Begib dich zur nächsten Position. Oh. What? Unvernünftiger Kunde. Na gut, wo ist die nächste Position? Da hinten. Okay. Okay, Leute, das macht Bock. Ich wiederhole mich, aber es macht auch einfach Bock. So. Und weiter geht der Spaß. Keine Pause hier. Der aggressive Bot hat ein Schrotgewehr. Es brennt. Der Schroboterhimmel. Ich habe auch ein Schrotgewehr, also. Was soll's? Blue Screen. Ich wollte gerade loslegen. Au, au, au. Ist das mein Ende? Eine Beförderung. Agent 34, bitte ja. Weiter. Jo, mach ich. Nicht gut, Roboterhimmel. Ich kann ihn sehen. Ich wollte gerade. Das mit dem Nachladen ist großartig. What? Zack, Daisy, Daisy. Feines säuberlich passen. Energie niedrig. Dich zur nächsten Position. Puh, mach ich.
Analyseteam von RoboReady möchte, dass du möglichst viele funktionstüchtige Produkte sammelst. Okay. What the heck? Sammle mindestens 10 Bots. Was ist das? Was soll ich machen? Gib alle gesammelten Gegenstände in diesen Wirbel. What? Okay. Der Schmerz. Moment. Wir können Ihnen so nicht helfen. Ah, alles klar, Freunde, hab's kapiert. Komm her. Nicht schon wieder. Kundenservice-Mitarbeiter, bitte frei. Nehmt euch ein Zimmer. Wow, okay. Gut, dass ihr da vorne so einen Hebel habt. Bitte bewahren Sie Ruhe. Noch 90 Sekunden. Das machst du sehr gut, Agent. Dankeschön. Ein autorisierter Service. Wo ist das Ding? Da. Ach du meine Güte. Wie viel haben wir? 5 von 10? Okay, ich habe noch nicht viel. Okay, Leute, kommt mal ein bisschen näher. Au. Lass los. Komm, Freunde. Diesmal muss ich wirklich euch zurückbringen. Kundenwunsch notiert. Okay, kommt her. Wir können Ihnen so nicht helfen. Mann, Freunde. Bitte bewahren Sie Ruhe. Können wir darüber reden? Noch 60 Sekunden. 60 Sekunden, das ist machbar. Unautorisierter Service entdeckt. Stärke. Kundenwunsch notiert. Na komm. Kundenservice-Mitarbeiter, was mache ich? Freigeben. Gut, ich hab genug. Jetzt reicht's. Service ja. Mit einem Löffel. Die Kugel zurück. Agent 34. Überhaupt Agent 34. Agent, noch 30 Sekunden. Ja, ich habe das Ziel schon erreicht, Freunde. Ich wollte gerade loslegen. So. Meine Verlass los. Okay, Freunde. Jetzt reicht's mir. Au. Nur noch 10 Sekunden. Der Plan. Weiter so. 5. 4. Und Auto. 2. Können wir. Vielleicht gibt's extra Punkte, wenn ich ein paar mehr mitnehme. Jetzt alle angeforderten Objekte. Und tschüss. Heruntergefahren. Gute Arbeit, Agent. Die Schuhe, wie geil. Kehren wir ins Büro zurück. Okay, Freunde. Oh. Agent 34, du hast eine ganze Menge Daten für RoboReady gesammelt. Wie ein Held, wie ein Boss, wie ein echter Sieger. Unsere Analyse zeigte, wer für die Gefahrenherde verantwortlich ist. Die Robo-KI einer Überwachungsstation hat ein Bewusstsein entwickelt. Er nennt sich selbst Odin. Kommt vom spanischen Vodim für Mittwochs kein Mittagessen. Odin bezieht sich wahrscheinlich auf den nordischen Gott. Odin muss aufgehalten werden. Okay, Freunde, das war die erste Mission in Robo Recall. Und ich würde sagen, um diesen Odin, künstlichen Intelligenztypen, kümmern wir uns beim nächsten Mal. Japp. Freunde, das war Robo Recall. Und was soll ich sagen? Ich hatte eine halbe Stunde Spaß ohne Ende. Das Spiel ist arcadige, luftig lockere Baller-Action vom Allerfeinsten. Eine absolute Empfehlung von mir, wenn ihr auf solche Art von Spiele steht. Absolut. Und wir werden auf jeden Fall auf diesem Kanal dieses Spiel auch weiter zocken. Und noch ein paar Worte zur MetaQuest Pro. Ich habe jetzt zum ersten Mal mit ihr gezockt und das war cool, auf jeden Fall. Das Bild ist schärfer als bei der Quest 2. Nicht viel, aber merklich, auf jeden Fall merklich. Und was mir aufgefallen ist, die Field of View ist größer. Bei der Quest 2 ist man ja immer so ein bisschen in so einer Röhre drin. Das Gefühl hatte ich da jetzt weniger, sagen wir es mal so. Was mir aufgefallen ist, ich habe diese Klappen seitlich erstmal bewusst weggelassen und es ist auf jeden Fall so, dass dann viel Licht reinkommt.
da war ich auch am Anfang skeptisch und das hat mich auch anfangs gestört. Aber wenn man dann im Spiel drin ist, dann fällt das gar nicht mehr auf. Und dann war das auch in Ordnung, auf jeden Fall. Und was mir definitiv auch noch aufgefallen ist, die Brille ist nicht beschlagen. Die ganze Zeit ist sie kein bisschen beschlagen. Und das ist mir bei der Quest 2 ständig passiert. Und ich bin jetzt auch ins Schwitzen gekommen und mir wurde heiß, aber null beschlagen. Also auch das sehr, sehr cool. Zusammenfassend kann ich dazu sagen, man merkt auf jeden Fall, dass die Quest Pro ein Pro ist. Es ist ein Upgrade zur Quest 2, aber es ist kein notwendiges Upgrade. Vor allen Dingen nicht für die Stange Kohle, die das kostet. Also, wenn ihr eine Quest 2 habt, wunderbar, bleibt bei der Quest 2 und wartet die Quest 3 ab. Meine Meinung dazu. Wenn ihr mit dem Video genauso viel Spaß hattet wie ich beim Zocken, lasst gerne einen Daumen oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Hier sind weitere Videos, die werden euch dann auch gefallen. Und da könnt ihr auch gerne gucken und Daumen oben da lassen. Und ihr könnt hier jetzt sofort auch den Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und dann werdet ihr immer mitbekommen, wenn es ein neues geiles Zock-Video gibt bei Onkel Zock. So sieht's aus. Danke dafür, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.